Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute werde ich einmal alle Mega-Pokémon in, Pokémon einfach ranken. Das ist auch ein Vorschlag, der mir sehr, sehr häufig in die Kommentare geschrieben wurde und ich sag mal wieder, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zu Videos, die ich machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare, es gibt genug Dinge, die mir einfach nicht einfallen, dann schreibt mir irgendwer, dass ich so, oh jo, stimmt, das wird ja richtig viel Sinn machen. Also immer wieder gerne, wie gesagt, ich habe ja schon so viele Sachen gerankt, Pokémon, ne? Ich habe Champions gerankt, ich habe Rivalen gerankt, ne? Also warum nicht auch einfach Mega-Pokémon ranken? Und es gibt ja auch inzwischen relativ viele, wie man hier sehen kann. Also denke auch wieder, das Video wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, also keiner, macht euch irgendwas nebenbei an, kocht was auch immer und lasst das Video einfach laufen. Ich würde sagen, fangen wir mal direkt an und zwar haben wir hier einmal Mega-Bisaflor. Ich muss sagen, ich war nie ein großer Fan von Mega Bisaflor. Also, ich mag das Design nicht wirklich. Ich finde Giga Dynamax Bisaflor eigentlich ganz cool. Also, ich finde persönlich, das ist recht gut gemacht. Aber Mega Bisaflor selber, nee, sorry. Also, das finde ich persönlich sehr, sehr langweilig. Ich finde, da hätte man wesentlich mehr was draus machen können. Wie gesagt, Giga Dynamax Bisaflor finde ich auch wesentlich besser. Und das Design gefällt mir gar nicht. Ich finde das super langweilig. Ich finde, das ist nicht besonders innovativ. Du hast ihm ein paar Pflanzen gegeben. Keine Ahnung. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich halt das Design extrem hart hasse durch Competitive-Pokémon, weil ich habe früher relativ viel Smogon gespielt. Also dieses Fanmade-Format quasi, was halt einfach von Fans gemacht wurden. Wenn ihr nebenbei Pokémon spielen wollt, Competitive spielt niemals Smogon, spielt immer nur VGC, weil da gibt es Geld zu gewinnen. Und da war halt Mega Bisaflor immer ein sehr, sehr nerviges Punkt. Und ich persönlich mag aber das Design nicht wirklich. Ganz ehrlich, es kommt für mich ins D-Tier. Ich bin echt kein Fan von dem. Ich pack den jetzt da unten rein, also gar nicht. Dann wiederum haben wir einmal zwei Mega-Entwicklungen von Glurak. Also, ich sag immer wieder, eigentlich ist so Glumanda so mein unbeliebtestes Starter-Pokémon von den ersten dreien. Heißt nicht, dass ich sie schlecht finde, aber ich mag halt sowohl Shigi wie auch Bisasam mehr. Ich finde aber alle drei ziemlich gut, aber wenn du halt sagst, du magst Glurak von allen dreien am wenigsten, wirst du direkt gehatet, weil es ist Glurak, ich habe so, Bruder, ich finde alle drei gut. Aber es muss der Beste sein! Und wenn du es nicht tust, bist du halt immer Hurensohn, was soll ich sagen? Bin ich halt leider, tut mir leid. Und ich persönlich muss aber sagen, die Mega-Entwicklungen, die sind halt insane von Glurak, ne? Also gerade Mega Glurak X, also da muss ich einfach sagen, das ist ein S-Tier. Das ist eins meiner absolut liebsten Mega-Entwicklungen überhaupt, ne? Also erst einmal endlich der Drachentyp. Oh mein Gott, das ist so lange her. Das hat einfach so lange gebraucht. Und endlich hat er den Drachentypen. Und das Design ist auch auf der absolute Hammer. Das Schwarz passt perfekt. Diese blauen Flammen. Junge, erstmal instant an Avatar-Elemente gedacht mit den blauen Flammen von Azula. Das ist so cool. Das ist so insane. Ich liebe es. Und das Design passt einfach so unglaublich gut zu Glurak. Und wenn der shiny ist, ist der aus irgendeinem Grund grün. Das finde ich ein bisschen scheiße, weil, shiny Glurak ist schwarz. Und dann wird der irgendwie grünlich in der shiny Form Mega Glurak X. Ich persönlich jetzt besser gefunden, wenn der vielleicht lila-mäßig werden würde, weil ursprünglich war shiny Glurak ja so lila-mäßig, so schwarz-lila-mäßig. Und ich hätte es cool gefunden, wenn man es halt in die Mega-Form mit eingebaut hätte. Aber nein, ist irgendwo mit grün, das finde ich echt hässlich. Aber man muss halt sagen, Mega Glurak Y, der ist in shiny immer noch schwarz. Der hat es gut getroffen, warum auch immer. Ich muss auch sagen, recht cooles Design. Man muss sagen, ey, das passt besser, weil ich finde persönlich, Glurak ist echt fett, also ein bisschen zu fett, um ein cooles Design zu haben. Keine Leute feiern, aber ich so, ja, aber das ist einfach nur ein fetter Drache. Ich finde es persönlich sehr langweilig. Und der ist eigentlich ein bisschen schlanker, passt ein bisschen besser, hat dem Ganzen halt so wirklich eher so, ich sag mal, mystischen Drachenflair gegeben. Sieht eher aus, wäre wirklich so ein Fantasiedrache. Finde ich gut, reicht für mich allerdings nicht ins S-Tier. Ich würde ihn allerdings trotzdem ins A-Tier tun. Also ich finde das schon ziemlich gut gemacht. Dann kommen wir einmal zu Mega Turtok. Turtok ist tatsächlich mein liebstes entwickeltes Pokémon von allen drei Startern aus der ersten Generation und ich finde Mega Turtok auch nochmal cooler. Mega Turtok finde ich ziemlich cool mit den Knarren auf dem Rücken und mit den Knarren an den Armen. Also die ganzen Knarren, das finde ich einfach insane geil. Muss allerdings sagen, dass ich hier Dynamax Turtok noch ein bisschen besser finde. Aber das ist trotzdem ein extrem cooles Design. Ich muss auch damals, ich habe damals extra halt Pokémon Blau gewählt statt Pokémon Rot, weil, ja, das war eine Schildkröte mit Knarren auf dem Rücken. Das fand ich insane geil. Ja, ich bin der größte Dranksack auf Erden, aber ich muss sogar sagen, da hat mich Glurak nicht so ganz überzeugt. Und deswegen würde ich den ja halt auch mal als Arte tun. Ich würde den auch über Mega Glurak Y tun. Wie gesagt, ich mag Turtok von den originalen dreien immer noch am meisten. Und die Knarren finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. Ein weiteres Mega-Pokémon, was ich auch extrem feiere, ist Mega Bibo. Ich hätte vielleicht direkt am Anfang sagen sollen, ich bin ein riesiger Fan von Mega-Entwicklungen. Also, ich liebe Mega-Entwicklungen. Das waren so interessante Designs, die waren so cool gemacht. Und das war, ehrlich gesagt, somit mein liebstes Gimmick in ganz Pokémon. Ich mag keine Z-Steine, ich mag Dynamax nicht, ich habe die 9. Generation nicht gespielt, aber alles, was ich von der Terra-Kristallisierung, heißt glaube ich, gesehen habe, fand ich halt auch echt scheiße.
Ich vermisse die Mega-Entwicklung, die waren so cool. Ich sag nicht, dass die unbedingt wieder zurückkommen sollen. Ich habe nämlich schon ein paar Leute gesehen, die haben Competitive-Videos gemacht. Und das gucke ich mir ganz gerne mal an. Sowas von Wolfie oder zum Beispiel auch von, jetzt fällt mir der Kram nicht mehr, Moxie und so weiter, Moxie Boosted. Die haben sogar gesagt, dass Mega-Entwicklung nicht ganz so healthy für das Metagame war, weil du musstest quasi immer ein Mega-Pokémon spielen und dein Team musste halt darum gebaut werden. Da waren immer die besten Teams halt die Mega-Pokémon, die halt um das beste Mega-Pokémon sich gebaut haben. Aber dann wiederum muss ich sagen, okay, aber funktioniert das nicht genauso mit Terra-Kristallisierung, Zeta-Tank und Dynamax? Ist das nicht alles irgendwie immer das Gleiche? Deswegen an dem Punkt ist sowieso alles broken. Wie wir ganz gerne sagen bei Yu-Gi-Oh! Hey, wenn alles broken ist, ist doch nichts broken, habe ich recht. Also, nein, natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so schlimm wäre, Mega-Entwicklung zurückzubringen, nachdem man den ganzen anderen Scheiß auch irgendwann mal hatte. Also, ich finde, alles ist irgendwo Centralizing teilweise gefühlt. Aber ja, auf jeden Fall zurückzukommen. Ich bin Mega-Entwicklung sehr cool. Ich als Casual-Spieler finde die sehr nice und ich habe gerne mit denen gespielt. Cool designs und gibt auch Pokémon wie Bibor endlich mal ein bisschen eine kleine Nische. Ich liebe Mega Bibor. Das Design sieht absolut krass aus. Erst einmal sieht einfach aus wie ein Digimon, sieht einfach aus für mich wie Tiger Vespamon. Das sieht so cool aus. Und ich feiere es, weil ich Bibor im Allgemeinen als Pokémon auch mag. Aber das Pokémon hat da nie was gerissen. Das Pokémon war halt immer schwach. Ja, im Anime war es immer extrem stark, aber so im Spiel konntest du es eigentlich kaum benutzen. Aber Mega Bibor, ganz ehrlich, das habe ich so geil benutzt mit halt Adaptability. Das ist Anpassung gewesen. Das heißt nochmal 50% Boost auf Käfer- und Giftattacken. Das heißt Stab und nochmal Anpassungsboost. Dann ist es halt super schnell gewesen. Waren sich immer noch relativ fragil, ganz ehrlich, ne? Ein Turbo-Tempo von einem Dragoron und so hat das Ding gefühlt schon gekillt. Und ganz ehrlich, aber ich finde das Design mega, kommt für mich auch eindeutig ins Art hier. Also es ist richtig, richtig cooles Design. Das gleiche gilt auch für Mega Tauboss. Ich muss auch sagen, Tauboss, auch eins meiner liebsten quasi Startervögel. Ja, ist natürlich relativ basic, aber ist der erste Startervogel, was soll ich jetzt sagen? Auch ich kann dem Gen 1-Syndrom nicht entkommen, wo ich gar kein Gen 1er bin und Gen 1 echt gar nicht cool finde, aber ich mag die Pokémon sehr gerne. Aber Mega Tauboss ist trotzdem richtig, richtig cool, hab's auch richtig gerne gespielt. Ich mag, was die aus dem Design gemacht haben, es wird nochmal wesentlich majestätischer, wesentlich kräftiger. Ich persönlich muss an Empyrea immer denken aus Dragon Quest, wenn hier jetzt mir irgendwer folgen kann, wenn ich dieses Ding sehe. Und ich fand das immer so cool. Und ich persönlich würde auch sagen, das ist für mich ein A-Tier. Ich würde sagen, sogar Mega Bibor und Mega Tauboss sind wirklich ungefähr in der Stufe. Ich würde nicht sagen, ich mag den einen mehr als das andere, aber Mega Glore Y und Mega Totox sind halt trotzdem noch weiter drüber. Also ich würde das schon so anpassen, dass ich halt die Platzierungen anpasse, je nachdem, wie gut ich ein Pokémon finde. Und wie gesagt, die beiden finde ich richtig cool, vor allem beide Pokémon, die eigentlich nichts können, aber in der Mega-Entwicklung einfach richtig, richtig nice gemacht sind. Mega sind allein rum, wiederum muss ich sagen, okay, also finde ich in Ordnung. Finde ich nicht scheiße. Ich mag Simsalabim im Allgemeinen als Pokémon. Du machst den quasi zu Gandalf in der Megaform. Finde ich in Ordnung. Muss aber sagen, hat mir persönlich nie so viel gegeben vom Design her. Spielerisch, ich meine Gott, ne, ist ein stärkeres Simsalab, ist cool und so. Aber vom Design her, weiß ich nicht. Also, ich finde es okay. Ich finde es jetzt nicht scheiße. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin sogar eher ein bisschen positiv darauf eingestellt, anstatt negativ, weil ich mag Simsala sehr gerne aus der ersten Generation. Eigentlich meine liebsten Pokémon dort, aber Mega Simsala, ich meine, das ist halt ein Simsala mit einem Bart. Ich will deswegen das Pokémon nicht ins A-Tier tun, aber ich würde es ins B-Tier tun, weil, naja, ich finde halt Simsala cool. Ich finde deswegen auch Mega Simsala cool, aber es macht es für mich jetzt nicht großartig besser. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen würde ich es nur in Anführungsstrichen ins B-Tier tun. Dann kommen wir mal zu Lamus. Ja, den finde ich echt dämlich. Also, Lamus, ich habe das damals das erste Mal gesehen, ich dachte so, ist das ein Joke? Also, ist das eine echte Mega-Entwicklung? Weil damals ging halt so viele Fake-News irgendwie durchs Internet. Ja, hier Mega-Entwicklung, da Mega-Entwicklung und so weiter und so fort. Und Lamus war eins von diesen Pokémon. Ich glaube, das wurde sogar gleichzeitig mit Mega-Ord auch angekündigt. Und ich dachte damals wirklich, beides ist ein Fake. Ich dachte wirklich, beides ist nicht ernst gemeint. Aber nein, das sind beides echt ernst gemeinte Pokémon. Die existieren wirklich. Und ich so, okay, meinetwegen. Ich finde es nicht, finde ich es scheiße genug, um ins D-Tier zu tun. Ich glaube, ja. Also, ich finde das nämlich schon echt nicht geil. Ich finde das echt dämlich aus. Also, ja, es war eine richtig krasse Wall und so, aber ich weiß nicht, mir hat es nicht gefallen. Dann wiederum haben wir ein anderes Mega-Pokémon. Junge, Alter. Junge, Banger nach Banger nach Banger. Erst einmal Mega-Gengar. Junge, ich liebe dieses Design. Das sieht so geil aus. Giga-Dynamax-Gengar finde ich nebenbei auch richtig, richtig cool. Aber Mega-Gengar vor allem in Shiny. Boah. Mega Gengar in Shiny, dieses Weiß, ne? Das war insane. Ganz ehrlich, gerade Mega Gengar in Shiny war der absolute Hammer. Vor allem, weil Gengar in Shiny einfach echt langweilig ist, ne? Der wird halt einfach schwarz anstatt lila. Ich so, wow, okay, cool. Früher war das noch besser. Da hattest du zum Beispiel bei Nebulak und Apollo, waren die auch so ein bisschen bläulichen Ton, der halt ein bisschen besser war. Aber naja, die Nebula haben eine Menge zerstört. Auf jeden Fall Mega Gengar, vor allem in Shiny, ganz ehrlich, S-Tier. Das ist so ein geniales Pokémon. Ja, das war natürlich sehr, sehr arschig mit Arena Trap, aber trotzdem ist mir egal. Mir geht's ja um die Designs, okay? Ja, ich mochte auch Mega Bisaflor deswegen nicht, weil es mir echt auf den Nerven gegangen ist. Aber wie gesagt, das Design macht sich auch nicht so sehr. Dann kommen wir einmal zu Mega
Kagame. Und ich muss sagen, das ist eins für mich der absolut simpelsten, aber gleichzeitig klügsten Mega-Designs von allen Pokémon. Weil, ganz ehrlich, was machst du aus Mega-Kagame? Ja, du holst einfach das Baby raus. Nicht so, das ist übel smart. Und ich finde das so cool. Ich finde es auch so süß, dass das Baby einfach mitkämpft. Vor allem, ich glaube, wenn es besiegt wird, dann umarmt es halt auch nochmal das Baby. Aber ich glaube, es macht es auch, wenn es im Allgemeinen besiegt wird, dann umarmen die beiden sich nochmal. Das muss ich sagen, ist ein sehr, sehr süßes Pokémon dann. Und ich muss auch sagen, es ist auf jeden Fall für mich eine Art hier. Ich finde die Idee so cool, dass du das Baby rausholst, die kämpfen zusammen. Muss auch sagen, es ist der absolut stärksten Mega-Pokémon aller Zeiten gewesen. Ach du Scheiße, war das krass. Und es war halt immer im Uber, wenn du Smogon gespielt hast, also in einem Tier, wo halt die ganzen Legis waren. Das habe ich halt nie wirklich gespielt. Deswegen kam ich nie wirklich dazu, Mega Kagame zu spielen. Aber von allem, was ich von dem gesehen habe und ich, wie gesagt, das Design alles, ich fand das immer ziemlich, ziemlich cool. Dann kommen wir einmal zu Mega Pinsir. Das hat man den ganzen Horrorfaktor nochmal irgendwie, kann auch mal 3000 gedreht einfach. Und ich finde, das passt auch sehr, sehr gut. Ich finde persönlich Pinsir ist ein sehr, sehr gruseliges Pokémon. Und ich finde die Megaform, die nimmt das schon ganz gut mit ein, muss ich sagen. Ich persönlich finde das sehr, sehr gut. Ich frage nur gerade, reicht es für mich, das ins A-Tier zu tun? Weil ich bin persönlich jetzt kein so riesiger Fan von Pinsir. Ich hätte persönlich sogar eher gesagt, dass es in ein hohes B-Tier kommt. Weil der Unterschied halt bei den beiden ist, ich finde Simsalabim im Allgemeinen ziemlich cool. Deswegen, die Mega-Entwicklung gibt nicht so viel. Ich bin so, okay. Pinsir im Allgemeinen finde ich halt, okay, ist mega. Aber ich finde die Mega-Entwicklung recht gut gemacht. Aber nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich finde die so geil vom Design, die kommt mir jetzt A. Sondern einfach, ich finde die Idee dahinter sehr, sehr gut, wie es umgesetzt ist. Weil ich finde sie einfach gruselig finde. Und finde, dass es einfach dann sehr passend zu diesem Pokémon ist. Und für mich persönlich würde ich es nicht zu meinen liebsten Pokémon zählen im Allgemeinen, weil ich Pinsir einfach, ich finde Pinsir okay, aber das Mega Pinsir finde ich halt wesentlich besser gemacht. Deswegen würde ich es halt trotzdem ins Beta tun. Ich denke, das ist auch ganz fair, wenn ich das einmal ganz kurz hier reinpacke. Dann kommen wir einmal zu Mega Gyarados. Ey, sorry, warum ist das ein riesiger Shrimp? Warum ist das einfach so ein richtig fetter Shrimp geworden? Er ist Typ Unlicht. Alle dachten wahrscheinlich auch, okay, der wird auch Typ Drache, so wie Mega Glurak. Aber ich finde eigentlich ganz gut, dass es nicht Drache ist, weil wir irgendwie viel zu viele Drachen-Pokémon haben. Also Mega-Pokémon, die Drachen wurde. Wir haben irgendwie Mega Ampharos wird Drache, okay. Wir haben Mega Gwaldro wird Drache, okay, warum auch immer. Und dann nochmal Mega Gyarados, dass der Drache wird, weiß nicht, wie gut das gewesen wäre. Ich glaube, das ist ganz okay, dass der Unlicht ist. Aber das Design im Allgemeinen, sorry, das finde ich jetzt nicht so geil. Es ruiniert für mich Gyarados nicht, weil ich Gyarados immer noch extrem cool finde, aber ja, nee, also das sieht weird aus. Das ist ein riesiger Shrimp, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Dann kommen wir zu Mega Aerodactyl. Muss auch sagen, das Design gibt mir nicht so viel. Ich habe das Pokémon sehr gerne benutzt, muss ich sagen. Ich habe mit dem Pokémon wirklich, wirklich sehr gerne gespielt. Weswegen das halt bei mir nochmal so einen kleinen Stellenwert hat, weil ich es halt cool finde, spielerisch. Aber vom Design her finde ich es jetzt auch nicht so gut. Ich würde es wahrscheinlich über Gyarados tun, weil ich das wesentlich öfter benutze als Gyarados. Aber prinzipiell das Design, ja, nee, lass mal. Ja, und dann kommen wir zu den Mega-Entwicklungen von Mewtwo. Die finde ich beide nicht besonders gut. Ich weiß auch nicht. Also ich liebe Mewtwo allgemein. Mewtwo ist eines meiner absoluten liebsten Pokémon überhaupt. Und die beiden, nee, lass mal. Der eine, der ist halt Kampftyp und der gibt Mewtwo so komische Extra-Teile und keine Ahnung, was auch immer das soll. Und der andere sieht irgendwie aus, als wäre das irgendwie nacktes Kind, da bin ich der Einzige, der es findet. Das ist übelst nackt aus. Ich glaube, der soll ein bisschen mehr wie ein Alien aussehen mit seiner ganzen Körperform und so, aber ich muss irgendwie an ein nacktes Kind denken und ich sag mal, alles, was mich an ein nacktes Kind denken lässt, ist automatisch schlecht und ne? Ihr wisst, was ich meine? Deswegen, ich finde die beiden nicht besonders gut. Ich würde die beiden einmal ins D-Tier tun, also sorry, ich fühle die gar nicht. Also beides überzeugt mich jetzt wirklich gar nicht. Da haben wir Mega Ampharos. Ich check's nicht so ganz. Also ich muss ja immer sagen, ich mag Wolchenlamm sehr, sehr gerne. Ich finde Vati auch okay. Ampharos finde ich in Ordnung. Ich muss aber auch mal sagen, okay, wo ist das ganze Fell hin? Ich habe mich immer gefragt, wo das Fell hin soll. Ja, klar, ist ein geschorenes Schaf, aber ich hätte es trotzdem besser gefunden, wenn da ein bisschen Fell dran gewesen wäre. Deswegen mag ich Wolchenlamm so sehr, weil es so süß ist. Aber ja, Ampharos kriegt halt quasi Fell ein bisschen wieder. Aber es wird auch gleichzeitig eine Mähne mit Haaren. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich finde es nicht ultra scheiße, weil ich Ampharos immer noch ganz okay finde. Aber ich würde es mal ins C-Tier tun. Und ja, ich würde es unter Aerodactyl, unter Gyarados tun, weil ich finde das irgendwie merkwürdig. Mega Stalos finde ich eigentlich in Ordnung, muss ich sagen. Stalos ist an sich ein ganz cooles Pokémon für mich immer gewesen. Und die Megaform nochmal so quasi so extra Kristalle und den ganzen Kram zu geben. Ich finde, das hat das Ding nicht wehgetan. Ich fand, das Design war immer ganz interessant. Lässt das Ganze nochmal so ein bisschen quasi majestätischer. Ich weiß nicht, gut, dass es zu Stalos passt, aber ihr wisst, was ich meine, passen. Und ich denke, ich würde es ins B-Tier tun. Das gefällt mir auf jeden Fall wesentlich besser als alles, was darunter ist. Und ich finde es auf gar keinen Fall schlecht, aber ist halt Stalos. Ne? Finde ich jetzt nie so krass, unglaublich genial oder so. Dann kommen wir zu Mega Sherox. Ich weiß nicht, wie kontrovers es ist, aber ich finde Mega Sherox extrem geil. Weil ich auch schon ein paar Leute gehört habe, ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen over the top. Ich muss sagen, das finde ich richtig cool over the top. Bin ich der Einzige, der bei Mega Sherox so ein bisschen an Enix Antibody Digimon denken muss, weil du denkst halt so, du hast ein Digimon? Und dann machst du einfach edgy as fuck.
du hast G-Rock, dann machst du es edgy as fuck. Weil, wie gesagt, nicht, weiß nicht, wie die unpopular opinion ist, aber ich bin nicht der größte G-Rock-Fan. Ich find's okay, ich find's ganz cool vom Design her, es ist in Ordnung. Ich hätte es wahrscheinlich auch so ungefähr ins B-Tier getan. Aber mega G-Rock war für mich jetzt A-Tier. Also mega G-Rock, Junge, der gibt dem Ding halt so richtig gefährliche Klauen, macht den richtig spitz und so weiter. Weiß auch nicht, erinnert mich übelst einfach quasi an Jessmon aus Digimon. So mit den ganzen spitzen Sachen. Ich feier's, ich nehm's, ich pack's auf jeden Fall einmal als A-Tier. Dann kommen wir zu Mega Scarabon. Ein Pokémon, also das normale Scarabon, was ich eigentlich immer besser fand als G-Rock, aber die Mega-Form, keine Ahnung, macht den einfach so mit dicken Armen und... keine Ahnung, der macht ihn so ein bisschen dicker, ein bisschen gepanzerter. Ist fein, finde ich nicht schlecht, aber muss auch wieder hier sagen, ich mag das normale Scarabon mehr. Das normale Scarabon hätte ich zum Beispiel als A getan, Mega Scarabon würde ich zum Beispiel als B tun. Finde ich jetzt nicht furchtbar, aber keine Ahnung, es gibt mir vom Design nicht so viel. Eins mit absoluten Hass-Mega, die Pokémon nebenbei. Hatten wir immer Mega-Hundemon. Warum? Alle Leute sagen, oh mein Gott, aber es ist ein Heulenhund. Ja, warum zur Hölle? Sieht er nicht aus wie ein Cerberus? Ganz ehrlich, ich sag immer wieder, warum sieht Mega-Hundemon nicht aus wie Cerberusmon? Das wäre so genial. So, der hat einfach ein bisschen Knochen bekommen. Ich so, okay, aber das ist ein Höllenhund. Dann gibt den doch quasi solche zwei Schulterplatten mit quasi so skelettmäßig, so Schädel und so weiter, damit es halt so aussieht, als wäre es halt quasi der Cerberus. Und der gibt den wirklich drei Köpfe. Ich meine, wir haben Dodri, wir haben Victri, wir haben Magneton. Ist jetzt nicht so merkwürdig, dass man da irgendwie mehrere Köpfe hat oder ähnliches. Hätte ich super cool gefunden. Ich weiß nicht, wie gut drei Köpfe ausgesehen hätten, deswegen sage ich ganz ehrlich, okay. Gibt der aber meinetwegen irgendwas, was daran angelehnt ist. Wie gesagt, diese Schädel, diese Skelettschädel hätten übelst gut gepasst. Aber nein. Und vor allem Hundemon ist ein geniales Pokémon. Das ist eins meiner liebsten Pokémon aus der zweiten Generation. Ich finde das richtig, richtig cool. Mega Hundemon finde ich ultra langweilig. Ich finde es hauptsächlich einfach enttäuschend. Ich finde Mega Hundemon hauptsächlich enttäuschend. Und nur deswegen kommt es für mich ins D-Tier. Aber es ist trotzdem besser als der ganze Kram. Nur deswegen mag ich Mega Hundemon nicht. Weil es mich einfach absolut enttäuscht hat. Und deswegen ist es hier unten. Vielleicht, keine Ahnung, wenn wir das Design im Allgemeinen nehmen würden, wäre es vielleicht im C-Tier oder so. Aber ich pack's halt trotzdem ins D-Tier. Dann kommt jetzt der Mega Despotar. Auch ein Design, was mir überhaupt nicht gefällt. Also ich bin ein riesiger Despotar-Fan. Unglaublich cool. Ich weiß nicht, das Design, ich habe ja gerade gesagt, so Mega Digimon, X-Digimon, kriegen so ein bisschen Edge, aber irgendwie hat man es da, glaube ich, versucht, weil der hat so ein paar Stacheln dazu bekommen, aber die sehen so ein bisschen dämlich aus, wie ich finde. Und das Design hat sich auch nicht für mich stark genug verändert, interessant genug verändert, um zu sagen, okay, cooles Pokémon, sorry, also das ist auch für mich so eine Mega-Entwicklung, die fühle ich halt gar nicht. Und ich muss sogar sagen, die macht Despotar für mich sogar einiges hässlicher. Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen so over the top aus. Ich habe mal das Gefühl gehabt, so auf der Brust hat er jetzt quasi das Gesicht von Pupitar. Das finde ich ganz interessant. Aber persönlich, ich würde es nicht ins D-Tier tun, weil ich immer noch Despotar extrem hart feiere, aber ich würde es ins C-Tier tun, weil Despotar im Allgemeinen wäre für mich vielleicht so ein A- oder S-Tier-Kandidat, ne? Ganz ehrlich, wahrscheinlich sogar S-Tier-Kandidat. Aber nur die Mega-Entwicklung, tut mir leid, die sieht einfach dämlich aus. Die sieht so richtig komisch aus, als hätte sie eine Weste an. Ich weiß nicht, fühle ich nicht. Mega Gewaldro. Junge, Alter, ich liebe Gewaldro im Allgemeinen. Unglaublich geniales Pokémon, ne? Und Mega Gewaldro hat dem Ganzen nochmal so richtig hart Badassness gegeben, ne? Drachentyp, kein Plan, wo der herkommt, aber ganz ehrlich, nehme ich. Ich liebe den Tannenbaum, der plötzlich an seinem Schweif hat. Keine Ahnung, feiere ich übelst. Kopf mich auch immer eindeutig hoch ins A-Tier. Ganz ehrlich, feiere ich auch mehr als Mega Glurak Y. Das ist so cool. Mega Logok im Allgemeinen hat es nicht so viel an Logok verändert, aber Logok im Allgemeinen ist ein richtig geniales Pokémon. Also kommt das für mich auch einmal hoch ins A-Tier. Und ich würde sogar sagen, die beiden ungefähr gleich, deswegen lasse ich jetzt einfach mal so. Weil Mega Gewaldro hat Gewaldro nochmal um einiges cooler gemacht für mich. Aber Mega Logok ist halt in Ordnung, würde ich sagen. Also, Logok im Allgemeinen genial, wie ich finde. Also, ich hätte wahrscheinlich auch sowieso Mega Logok und, Logok und Gewaldro hätte ich wahrscheinlich im Allgemeinen in die Liste reingetan, noch als A-Tier. Aber, Mega Gewaldro und Mega Logok, reicht für mich beide nicht ins S-Tier. Ich finde halt schon, dass Mega Gewaldro um einiges besser ist als Gewaldro. Aber Mega Logok ist halt nicht so viel besser als Logok. Weil, keine Ahnung, es ist einfach ein bisschen Feuer in den Armen, aber mein Gott, passt. Dann kommen wir zu Mega Sumpex. Davon war ich nie ein großer Fan. Ich fand dieses ganze Mega Bulky-mäßige nie so cool. Ich fand es immer ein bisschen dämlich aus, muss ich sagen. Er hätte auch nie erwartet, dass das irgendwie aus Sumpex wird. Keine Ahnung, ja, der ist der bulkige Tank von denen, aber sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich muss sagen, ich habe mich nie wirklich gereizt. Ja, ich finde das cool mit der Wassertempo-Fähigkeit, weil du kannst ein Wasserteam spielen. Und das war damit auch ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Aber selber so das Design, ich würde es mal ins C-Tier tun. Ich mag es immer noch besser als den ganzen Kram da unten, aber ja, was weiß ich, ich würde es ins B-Tier tun. Wenn Mega Scarabon da ist, dann. Wenn Mega Scarabon ins B-Tier kommt, dann kommt auch Sumpex ins B-Tier, weil Sumpex ist aber mein liebstes von den Pokémon aus der dritten Generation. Also deswegen packe ich den trotzdem da rein. Dann haben wir Mega Gardevoir. Ich muss echt sagen, das ist ein richtig schönes Mega-Pokémon, ne? Dieses Brautkleid finde ich richtig, richtig cool. Vor allem, wenn es dann halt ein Shiny ist, hat es einfach dieses.
dieses Grabkleid. Das finde ich auch super interessant. Ist auf jeden Fall ein richtig schönes Pokémon. Und ich würde es auch einmal ins Arte tun. Vor allem, weil ich auch im Allgemeinen Gardevoir-Fan bin. Ich finde Gardevoir sehr, sehr cool. Ich würde allerdings unter diese Pokémon tun, ne? Also Gardevoir ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sehr cooles Pokémon, sehr schönes Pokémon. Mega Gardevoir macht es nochmal besser. Aber reicht für mich, wenn es halt so als untere Arte kommt. Dann kommen wir zu Mega Zubiris. Und das ist einfach sehr interessant. Ich hätte niemals erwartet, dass Zubiris eine Mega-Entwicklung bekommt. Ich finde es einfach cool, ne? Kriegt einfach einen riesigen Rubin. Also, warum denn nicht? Die Idee finde ich eigentlich sehr, sehr klug, muss ich sagen. Also, ich muss auch wieder sagen, ein sehr einfallsreiches Mega-Pokémon, ne? Deswegen würde ich es auch mal ganz kurz ins B-Tier tun. Und wahrscheinlich sogar einmal an die Spitze vom B-Tier. Wie gesagt, ich finde das super einfallsreich. Es passt halt so gut zu dem Pokémon. Aber wenn man halt sich die ganzen anderen Designs ansieht, hätte man nicht erwartet, dass er unbedingt jetzt einen riesigen Rubin bekommt. Sondern irgendwie, keine Ahnung, wie hier einfach ein paar Rubinenteile noch mehr am Körper oder sowas. Oder ein bisschen größer. Aber die Tatsache, dass du einfach Zubiris hast, der allerdings dann den Rubin rausholt, um sich damit zu verteidigen, ist übel smart in meinen Augen. Und alleine für den Einfallsreichtum kommt er für mich an ins B-Tier. Dann kommen wir zum Mega Flunkiefer. Ungefähr so ähnlich hätte ich mir bei Mega Hundemann vorgestellt, ne? Flunkiefer hat ein riesiges Maul quasi als Haar. Also warum nicht einfach zwei Mäuler machen? Also, das ist halt übel smart. Also, finde ich, hätte ich auch die drei Köpfe bei Hundemann genommen. Also, finde ich übel smart. Und ich muss auch sagen, das Design hebt das an Originaldesign einfach so krass ab, ne? Wirklich, das Originaldesign, seit es das Mega-Pokémon gibt, ist für mich einfach so langweilig, wie ich finde. Ganz ehrlich, das Mega-Flunkiefer hat das einfach so viel besser gemacht. War jetzt nie der größte Flunkiefer-Fan, wenn euch der größte Flunkiefer, also Mega-Flunkiefer-Fan, aber das Design macht es trotzdem so viel besser. Also ich hätte Flunkiefer im Allgemeinen wahrscheinlich ins C-Tier oder sowas getan. Aber ganz ehrlich, Mega-Flunkiefer, das kommt für mich zu Zubiris. Ich finde die Designs sehr einfallsreich. Ich finde das sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu Mega-Stolos. Stolos im Allgemeinen, ziemlich cooles Pokémon aus der dritten Generation, eins meiner liebsten dort auch. Und die Tatsache, dass du den Gesteinstyp weggenommen hast, finde ich so gut, ne? Ey, eine Schwäche weniger. Die Tatsache, dass der noch mit seiner Fähigkeit noch mal weniger Schaden bekommt von sehr vielen Attacken, das ist halt so eine Mauer. Ich habe das so gerne gespielt. Und Junge, das ist einfach Elfons. Das ist einfach Elfons aus Fullmetal Alchemist. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ne? Das ist so cool. Das ist für mich auch eindeutig ein A-Tier. Ich würde es ganz ehrlich sogar über die hier tun. Ich liebe dieses Pokémon, ne? Ich finde das so cool gemacht, ganz ehrlich. Mega Stolos, halt einfach nochmal so richtig brachiale Mauer, einfach so ein riesiger, so eine riesige Rüstung einfach. Ich finde das so interessant gemacht und deswegen kommt es mich eindeutig hoch ins A-Tier. Da haben wir Mega Meditali, ich muss sagen, das ist so ähnlich für mich wie Mega Logok. Hat jetzt im Originaldesign nicht so unglaublich viel mehr gegeben, aber ich finde trotzdem die paar Kleinigkeiten, die es hat, ganz interessant, muss ich zugeben. Mega Meditalis. Meditalis im Allgemeinen finde ich halt auch okay. Ich würde auch Mega Meditalis wahrscheinlich einmal ins B-Tier tun. Wahrscheinlich ungefähr hier, weil das Design das in meinen Augen trotzdem noch ein bisschen besser macht als das normale Meditalis. Aber halt es nicht um so unglaublich viel mehr. Dann kommen wir zu Mega Voltento. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das Design ultra cool. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich weiß nicht wieso. Aber ich feiere das irgendwie übelst. Es ist einfach so ein riesiger lebender Blitz. Ist einfach zu Harry Potter geworden, ey. Keine Ahnung, es ist einfach der Blitz von Harry Potter Stirn oder so. Ich finde das irgendwie super lustig. Ich finde Voltento wirkt immer so, jetzt inzwischen, wo ich die Mega-Entwicklung gesehen habe, so nackt, wisst ihr? So, der hat so ein bisschen das Gelb hier, Gelb ein bisschen am Schweif, aber der Rest ist so nackt. Aber das hier, das wirkt halt so größer, so vollgepackter. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Ich würde es einmal auch hoch ins A-Tier tun. Ich würde sogar sagen, ich würde sogar nur in die Spitze, ins untere Ding vom A-Tier tun, ans Ende. Ich muss sagen, ich finde Mega Gardevoir doch noch ein bisschen besser, muss ich zugeben. Dann kommen wir zu Mega Autohaido. Okay, das ist auch wieder so ein Fall, ne, von den Fällen, wo ich gerade gesagt habe, du hast Digimon, dann gibt's ein Nix-Antivirus, dann gibt's ein paar Stacheln. Ganz ehrlich, das kann funktionieren bei Xerox, ne? Das kann funktionieren. Hier wirkt einfach nur merkwürdig, ne? Es ist wie bei den X-Antibody-Digimon. Manchmal funktioniert der Edge und manchmal funktioniert er nicht. Und ich finde das halt nicht scheiße unbedingt, aber ich finde es halt nur okay. Also ich mag das normale Tohaido, Mega Tohaido, alright, I guess. Ich würde es wahrscheinlich als untere B-Tier tun, weil ich Tohaido trotzdem ziemlich cool finde. Und das Design ist für mich jetzt nicht irgendwie ruiniert, aber keine Ahnung, irgendwie ein bisschen too much Edge, muss ich sagen. Mega Karmorupt hingegen finde ich richtig, richtig cool. Keine Ahnung, die Tatsache, dass er jetzt so einen riesigen Vulkan hat, und das ist richtig bedrohlich erscheinen, in meinen Augen. Ich hätte dieses Pokémon ganz gerne früher öfters gespielt, aber leider war das, es war halt nicht gut. Es war halt nicht wirklich gut, okay? Aber es war für mich halt auch wichtig, dass der halt quasi Tohaido und Karmorupt quasi eine Mega-Entwicklung bekommen in halt, naja, Omega Rubin Alpha Saphir. Also bitte, die Signature-Pokémon von Marco und Adrian, das gehört für mich halt schon dazu. Obwohl ich auch letztes Mal gefragt wurde, wer Maxi und Archie sind. Ich so, das sind die englischen Namen. Okay, manche fällt es mir nicht ein. Das ist jetzt nicht so schwer, okay. Aber auf jeden Fall, es ist halt das Mega-Pokémon von Mark in der Omega Rubin. Und ich muss sagen, ist trotzdem besser als das normale Karmorupt, weil das normale Karmorupt finde ich halt okay. Aber das finde ich schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Reicht mich allerdings nicht fürs A-Tier. Ich würde es wahrscheinlich hier einordnen, muss ich zugeben. Das würde, ja doch, ungefähr so passt das, denke ich, I guess. Dann kommen wir zu Mega Altaria.
Das wiederum ist eins meiner absolut liebsten Mega-Pokémon überhaupt. Ganz ehrlich, ich finde das so genial. Mega Altaria, sieht einfach so schön aus, ne? Ich finde, das sieht einfach so unglaublich schön aus. Altaria im Allgemeinen, ein sehr, sehr cooles Pokémon. Das ist nicht mein Lieblingsdrachen-Pokémon. Und Mega Altaria kommt für mich deswegen einmal ins S-Tier. Also ich finde, das Design ist so cool. Das ist so interessant. Also das ist einfach, du hast das normale Altaria, was quasi eine Wolke ist. Das ist einfach eine riesige Wolke. Du hast das Ding so eine riesige Wolke gemacht, das Typ Fee. Das war richtig stark. Ich finde das einfach ein sehr, sehr schönes Pokémon. Und deswegen packe ich es jetzt S-Tier. Auch eins meiner liebsten Mega-Pokémon ist einmal Banette. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das normale Banette, halt dadurch, dass ich Mega-Banette sehe, sieht das so langweilig aus. Das normale Banette fand ich nie so interessant, aber Mega-Banette sieht so unglaublich gruselig aus, ne? Und das feiere ich übelst. Reicht für mich nicht fürs S-Tier, aber ich würde es einmal richtig weit oben ans A-Tier tun, weil das Design, dem originalen Design einfach so viel gibt, das macht das so viel besser. Und das feiere ich einfach übelst. Wirklich, ich finde das richtig, richtig interessant. Und das normale Banette sieht für mich jetzt einfach so langweilig inzwischen aus. Ist wahrscheinlich auch der gleiche Fall wie für viele Leute bei Absol. Muss aber sagen, für mich ist es genau das Gegenteil. Ich muss Mega Absol echt sagen, das ist eines der absolut schlechtesten Mega-Entwicklungen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das sieht aus wie der größte Edge-Scheiß aller Zeiten. Wirklich, es sieht aus, als hätte irgendein dreijähriges Kind irgendwie in eine Mega-Entwicklung designt. So, oh mein Gott, wir haben Absol. Also geben wir dem Edgy Locke und Flügel. Das sieht so langweilig und so dumm aus. Ich hasse dieses Mega-Pokémon. Das ist so einfallslos in meinen Augen. Und ich würde es einmal runter ins D-Tier tun. Also wirklich, das kann ich gar nicht leiden. Das sieht für mich immer noch besser aus als die Mewtwo-Form. Also muss ich einfach noch sagen. Dann kommen wir zum Mega-Flirnotor. Ich muss zugeben. Keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht. Ist der Typ Eis-Unlicht? Ich muss zugeben, ich weiß das gerade gar nicht. Ich habe im Kopf wegen, dass der Eis-Unlicht ist. Könnte durchaus sein. Ich könnte mich aber jetzt gerade irren. Aber, keine Ahnung. Der ist mir ein bisschen egal. I guess, ich packe den nach hier unten hin. Ich muss, wie gesagt, leider zugeben, Mega Firnotor. Generell Firnotor ist jetzt kein Pokémon, was mich so krass interessiert. Dann kommen wir mal zu Mega Brutalanda. Sorry, Leute, das ist kein gutes Design. Das ist auch kein gutes Design. Also, das ist einfach so merkwürdig, auch so seine Flügel, die einfach jetzt einfach, keine Ahnung, Croissant sind. Ich verstehe es nicht. Das normale Brutalanda ist einfach so, ist so geil, ist so mächtig, ne? Aber Mega Brutalanda sieht ein bisschen dämlich aus, in meiner Meinung. Ja, klar, ist ein starkes Pokémon, aber ich erinnere mich daran, dass es einfach extrem dumm für mich aussieht. Ich würde es deswegen einmal ins C, D. Das sieht schon echt nicht gut aus, ne? Also mir ist Mega Firnotor halt egal, ne? Aber das ist schon echt hässlich. Ich würde es mal hier ins D-Tier tun. Immer noch ein bisschen über die anderen, weil ich mag Brutalanda einfach sehr gerne, aber der selber ist halt echt nicht geil. Ja, und dann kommen wir einmal zu Mega Metagross. Ja, sorry, Leute, das ist das S-Tier. Also Mega Metagross ist ja so genial. Metagross im Allgemeinen ein so cooles Pokémon. Und da hat man sich gedacht, okay, man muss nicht so viel mehr machen, ne? Du hast die Pose quasi ein bisschen verändert, ne? Weil eigentlich war der so quasi Spinnenbeine so. Aber jetzt schwebt der, hat das richtig fette X auf seiner Stirn, was er vorher schon hatte, aber jetzt ist halt so golden. Und nicht mehr so silber. Aber sieht einfach aus, als würde er dich gleich absolut zerfetzen. Und ich feiere das übelst. Das sieht richtig bedrohlich aus. Das ist nicht irgendwie übertrieben edgy gemacht oder sowas. Aber einfach cool transformiert quasi. Das finde ich sehr interessant. Dann haben wir Latias und Latios. Gehört für mich auch mit zu den schlechtesten Mega-Entwicklungen aller Zeiten. Weil es einfach beides mal das gleiche Pokémon ist. Finde ich so scheiße. Hättest du quasi den einen so gemacht und den anderen mit vielleicht ein bisschen anders. Hätte es vielleicht noch besser gefunden, aber so, sorry Leute, ist einfach absolut, absolut furchtbar. Ja, komm, mega krass. Ich glaube, da brauche ich nicht drüber reden. Also, es ist mega Rayquaza, okay? Das ist, ich würde sogar gerade sagen, ich würde sogar Dinge umtauschen. Es ist Mega Rayquaza. Also Rayquaza im Allgemeinen insane geniales Pokémon. Mega Rayquaza, einfach nochmal, einfach die Coolness, einfach nochmal 300 Mal hochgeschraubt. Wie geil sieht dieses Design aus? Es ist wirklich auch schwer zu erklären, weil ich finde Rayquaza einfach geil. Rayquaza ist ein geniales Pokémon. Und dann gibt es da einfach Mega Rayquaza noch mal ein paar mehr Edge. Wie gesagt, es ist genau das gleiche mit dem X-Antivirus bei Digimon. Manchmal funktioniert Edge, aber davon nicht zu übertrieben sein. Und hier finde ich es echt nicht übertrieben. Hier passt es einfach genau perfekt. Und das ist einfach richtig geil. Es ist einfach schwer zu beschreiben. Manchmal ist es too much und manchmal nicht. Und hier haben sie genau die richtige Mitte getroffen. Dann kommen wir zu Mega Schlapor. Auch wieder. Nur Banger nach Banger, was ist hier los? Und zwar Mega Schlapor, auch eins meiner absolut liebsten Mega-Pokémon. Ich würde sogar sagen, ich würde es hier antun. Ich finde es besser als Mega Rayquaza und Mega Metagross. Liegt auch vielleicht auch mit daran, dass ich halt den Kampftypen sehr, sehr mag. Ist mein Lieblingstyp in ganz Pokémon. Ja, ist nicht der Drachentyp, man glaubt es kaum. Aber der Kampftyp ist nicht mein Lieblingstyp in ganz Pokémon. Und dass Schlapor quasi ein Kampf-Pokémon wurde mit Turmkick, ich habe das so gerne benutzt, ne? Schlapor im Allgemeinen, fand ich das Design immer so langweilig, ne? Ist ja nichts aussagen, aber so Mega Schlapor aus diesem Pokémon so ein Kämpfer-Pokémon zu machen, das fand ich so interessant. Ich fand das so cool. Ich fand das eine richtig gute Idee. Das hat das Pokémon halt so krass abgehoben. Das hat das Design
wesentlich besser gemacht. Ne? Jetzt hat er auch so diese, quasi seine Ohren zu so Schleifen gebunden. Und das passt einfach so gut zu dem Pokémon. Ne? Das Kicken, was das macht, ich mag das. Ich habe das super gerne gespielt. Also ganz ehrlich, als ich das Pokémon gesehen habe, habe ich mich sofort in dieses Design einfach verliebt, weil ich finde, das hat einfach dieses Pokémon so viel besser gemacht, weil es original so langweilig ist. Und gerade wenn du ein Design hast, was am Anfang ja relativ unspektakulär ist und dann halt etwas so Krasses draus machst, das hebt es mal für mich wesentlich mehr ab. Weil, ey Leute, wir lieben Metagross, okay? Es ist klar. Wir lieben Rayquaza, es ist klar. Und dann gibt es eine Megaform, okay, ist cool. Aber die Tatsache, dass es halt Schlapor, dass halt Banette vorher relativ egal waren, und dann gibt es dann so coole Mega-Entwicklung, das hebt es nochmal wesentlich krasser ab, wisst ihr? Mega Knackrack, muss ich sagen, bin ich kein großer Fan von. Ich finde, der Kopf sieht echt dumm aus. Ich finde, der Kopf ist hässlich. Und vor allem Knackrack im Allgemeinen ist ein S-Tier-Pokémon in meinen Augen. Auch der kopft mich tatsächlich ins D-Tier. Man muss halt sagen, viele von den ultra krassen Pokémon haben die halt abgeändert und die haben sie halt nicht gut abgeändert in meinen Augen. Guck dir halt Mega Despotar an, Mega Knackrack, Mega Salamence, Rotalanda, ich weiß nicht, haben die alle nicht interessant genug gemacht für mich. Aber klar, gibt's auch Ausnahmen wie Mega Metagross, wie Mega Rayquaza, Mega Glurak und so weiter. Die waren schon immer cool, die Leute haben es gefeiert und dadurch wurden sie halt auch besser für einige Leute. Aber für mich selber, diese drei Designs, auch Gyarados, ne? Ich weiß auch nicht, die originalen Designs finde ich einfach so unglaublich gut. Und ich schwöre euch, ne? Gyarados wäre A, Despotar wäre es, Knackrack wäre es, ne? Rotalanda wäre es, die waren alle bei mir da oben. Die Mega-Entwicklung, keine Ahnung. Die Tatsache, dass ich die Originalen einfach so sehr mag und wenn du sie dann schlechter machst in meinen Augen, finde ich es halt sehr, sehr viel signifikanter, als wenn die Pokémon mir ein bisschen egal wären oder halt, wenn ich sie halt nicht so krass feiern würde, ne? Wie gesagt, du hast halt Schlapor und Banette, welche ich beide relativ egal finde, aber die Mega-Entwicklung ist einfach egal, genial, wisst ihr, das passt halt. Dann haben wir Mega Lucario. Vielleicht denkt jetzt einer, oh mein Gott, für mich absolut Lieblings-Mega-Pokémon aller Zeiten. Nein. Also, ja, Lucario ist mein zweitliebstes Pokémon überhaupt, war früher so mein Lieblings-Pokémon, vor Zeraora kam. Deswegen kommt es mich immer noch ins S-Tier, aber die haben nicht so viel krass verändert, was ich auch in Ordnung finde. Es ist immer noch Lucario, sieht cooler aus, muss ich sagen. Also es sieht schon cooler aus, ich mag sogar mehr als das normale Lucario. Aber reicht für mich nicht, um zum Beispiel sowas wie Metagross, Rayquaza oder ähnliches zu schlagen, weil diese Mega-Entwicklungen, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich gerade labere, wenn ich sage, das ist mein Lieblings, also es geht doch gerade in die Mega, es ist gerade schwierig zu sagen, ne? Es ist schwierig zu sagen, finde ich es besser? Also Lucario ist im Allgemeinen mein zweitliebstes Pokémon. An sich macht es keinen Sinn, all diese Pokémon da drüber zu klatschen, wenn ich sage, ja, ich finde es sogar besser als das normale. Aber ich weiß nicht so, weil es halt damit zusammenhängt, ja, die haben nicht viel verändert und hier passen halt die Mega-Entwicklungen besser zu den Pokémon für mich. Es ist schwierig für mich zu ordnen. An sich müsste ich sagen, es ist mein liebstes Mega-Pokémon, aber das ist nicht richtig, weil ich habe ein anderes Lieblings-Mega-Pokémon. Ich packe es jetzt trotzdem hier hin, weil, ich muss so sagen, also, ich finde, ich mag Lucario immer noch mehr als Mega Lucario. Ich glaube, so kann man es sagen. Aber ich finde das Design trotzdem halt, ich würde es so ein bisschen zusammenzählen. Das Design finde ich trotzdem sehr interessant, wisst ihr? Also es macht es für mich trotzdem interessanter als das normale Lucario. Aber ich kann das nicht irgendwie über andere Designs tun, weil die anderen Designs halt für mich trotzdem besser zu den Mega, zu den allgemeinen Pokémon passen und passen für mich besser als zu Mega-Entwicklungen. Ist alles ein bisschen schwierig, so Mega-Entwicklungen generell in so eine Top-Titel einzubauen, ist sehr, sehr schwierig. Aber wo wir gerade bei Lieblings-Mega-Pokémon waren, ich würde einmal Mega-Rexpisa nehmen. Das ist nicht mein absolutes Lieblings-Mega-Pokémon. Warum? Es ist so schwer zu sagen. Ich liebe Rexpisa einfach. Und dann hast du einfach Mega-Rexpisa mit seinen beiden riesigen, keine Ahnung, Kanonen, die hinten rauskommen. Ich habe dieses Pokémon so gerne gespielt, ne? Ich weiß noch früher, wo ich in der GPL mitgespielt habe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch irgendwer kennt. Ob das überhaupt noch läuft, weiß ich gar nicht. GPL war ja so ein Pokémon-Turnier aus PokéTuber, da habe ich auch mitgespielt, habe ich Mega Rexpisa gezockt. Alle haben sich gedacht, okay, Mega Rexpisa ist doch ein Meme-Pick. Nein, ich hatte das in fast jedem Kampf dabei und es hat immer was gerissen, ne? Das hat die Leute so hops genommen, weil wir alle damals einfach scheiße im Pokémon waren und keiner mit Mega Rexpisa zurechtkam. Das weiß ich nicht, das krasseste überhaupt oder so. Es gab krassere Mega-Pokémon. Aber ich konnte damit sehr, sehr gut spielen. Ich habe damit super gerne gespielt. Ich mag Rexpisa im Allgemeinen. Ich liebe diesen Christmas Tree, so ein bisschen ähnlich wie bei Sceptile und ich finde das halt cool. Also ich liebe dieses Pokémon einfach am Extrem, okay, muss ich einfach sagen. Mega geiler Gladi, Seto Kaiba mit seiner Dual Disc am Arm und seinem Mantel. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es nicht einfach 1 zu 1 Seto Kaiba ist. Auch cooles Pokémon, würde ich sagen. Wesentlich besser als normale Geiler Gladi. Das normale Geiler Gladi finde ich sehr langweilig. Ich würde es ins Arti tun. Passt auf jeden Fall. Ordoch. Boah, Alter, es ist Ordoch. Also Ordoch ist mir egal. Und Mega Ordoch ist mir auch egal. Ordoch im Allgemeinen finde ich langweilig. Mega Ordoch finde ich auch langweilig. Das kommt runter ins CT. Also, ich habe damals wirklich, das wäre ein Scherz. Als dieses Pokémon angekündigt wurde, habe ich ja schon gesagt, zusammen mit Lamus dachte ich, es wäre ein Scherz. Aber nein, es existiert wirklich. Und dann haben wir Mega Diancie.
Mir ist die Anzi egal, sorry Leute. Mir ist die Anzi auch egal. Ich finde es nicht schlecht, ich würde es nie im Leben ins C-Tier tun. Das Pokémon im Allgemeinen ist mir relativ latte und deswegen würde ich es ja auch einmal ins C-Tier tun. Aber ja, somit hätten wir einmal alle Pokémon, alle Mega-Pokémon gerankt und ich würde es einmal ganz kurz einmal so machen, damit man ja auch am besten einmal sehen kann, dass ich das ganze A-Tier verstecke. Und so wären einmal meine Liste für die Mega-Entwicklungen. Sagt mir gerne, was euer Lieblings-Mega-Pokémon in den Kommentaren ist und ich weiß, dass die Meinungen extrem krass auseinandergehen. Ich weiß zum Beispiel, dass es extrem viele Leute gibt, die lieben Mega-Absol, ne? Es gibt sehr viele Leute, die lieben zum Beispiel auch Mega-Garados, ne? Ich weiß, aber ganz ehrlich, das ist meine Liste und wenn ich kontroverser bin, desto mehr Kommentare kriege ich und so weiter und so fort. Aber ja, ich hoffe, wie das Video euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und tschüss.